Seuzach, eine Vorstadtgemeinde von Winterthur. Wohnblocks und Einfamilienhäuschen. Letztes Jahr wurde hier 42 Mal eingebrochen. Vor 3 Jahren gründete der pensionierte Elektroingenieur Max Geiger nach einer Serie von Einbrüchen eine Bürgerpatrouille. Wir haben einen guten Stamm, alles ehrsame, senkrechte Bürger. Das gehört zum guten Ton im Quartier. Wir fangen da dabei zu sein, nicht wahr? In Zweiergruppen beobachten seither über 100 Freiwillige bestimmte Gebiete. Unbewaffnet mit Nahtel und wenn möglich mit Hund. Hier das wichtigste Requisit. Hier haben wir unser Materialkoffer mit dem nötigen Papier drin. Da ist einmal wichtig die Liste, wo sich jeder Patrouilleur einschreibt. Das Wichtigste ist hier natürlich das Telefon, das wir mitnehmen unterwegs, wo wir sofort Alarm machen können. Taschenlampe und auch ein Alarm für die Leute, wenn sie den hören. Pfeifen, dann sollten sie nachher raus schauen. Dann sehen sie, ist etwas nicht gut draußen mit der Patrouille. Dann müssen sie die Polizei alarmieren. Die Gemeindeverantwortlichen tolerieren die Eigeninitiative, halten sich jedoch wegen rechtlicher Bedenken aus der Sache raus, leisten auch finanziell keinerlei Unterstützung. Wie stehen die Patrouilleure zur Polizei? Die Polizei nimmt uns mittlerweile schon ernst. Wir sind schon ein bisschen mehr als Idealisten. Also wir wollen das vielleicht nicht als eben nicht professionell machen, aber halt schon in geordneten Bahnen. Meistens sind sie nicht auf dem Posten, so eine Sache. Wir haben ja gehört, an der letzten Versammlung mit der Polizei, jetzt heisst ja, vielleicht sind wir in 10 Minuten da und vielleicht geht es halt eine halbe Stunde. Und das ist halt einfach kein rechter Zustand. Also mit dem rechnen wir natürlich auch, wenn wir auf der Patrouille sind, dass wenn wir es dann mal brauchen, dass es dann wirklich nicht eine halbe Stunde geht. Weil dann ist es ernst und dann sollte es da sein. Es sollte weniger Parkbussen geben und den oder ja. Diesen Sachen angehen. Ich meine, so kann man sicher argumentieren. Aber Ach, du musst eben auch sein, gell? Ja, du musst nicht anfahren, gell? Bis heute hat die Bürgerpatrouille Seuzach noch keinen Einbrecher überführen können. Wie viele sie abgeschreckt haben, bleibt unbekannt. Fühlen sich die Patrouilleure ohne Waffe nicht schutzlos? Es ist ja offiziell verboten, wie man keinen Waffentragschi hat. Und wer einen Waffentragschi hat, der kann ja seine Waffen mitnehmen. Und das brauchen wir nicht zu wissen. Ich hätte Angst. Ich hätte wirklich Angst. Ich finde es auch nicht gut. Weil wenn man nicht Profi ist mit dem Umgang mit diesen Waffen, dann macht man eh zweite und dann geht es einem ans eigene Leben, oder? Ich hätte da so Hemmungen, wenn man jetzt würde sagen, ja, halt, das ist da so eine Rambo-Gesellschaft, wo da Leute umleitet oder irgend so etwas. Das ist jetzt eine Situation, wie man sie auf der Patrouille antreffen könnte. Hier ist sie gestellt. Wir haben jetzt hier den Einbrecher gesehen, tun aber nicht den gleichen, wie wir ihn gesehen hätten. Wir sind ja nur eine Beobachtungspatrouille. Und wir gehen jetzt zu einem Herrn, der nicht denkt, dass wir da etwas unternehmen könnten. Wir gehen jetzt uns verstecken. Wir sind ein bisschen diskret auf der Seite und täten von Weitem beobachten, ob da mit dem Einbrecher etwas Neues kommt.